So, dann wollen wir mal schauen. Wollen wir mal schauen, was es an Erdmandeln dieses Jahr gibt. Sie werden langsam gelb. So, dass ich jetzt einmal die ersten heraushole. So, jetzt habe ich den Topf herausgeholt. Und hier sieht man meine erste Erdmandel, hier auch. Das ist natürlich ein bisschen ein mühseliges Geschäft. Aber was macht man nicht alles, wenn man was ausprobiert? Wobei ich letztes Jahr auch schon Erdmandeln hatte. Ja, und so sehen die eben aus. Schmecken, also ich könnte die jetzt so essen, sind eigentlich jetzt schmutzig. Aber wenn ich sie wasche, könnte ich sie einfach essen. Ich kann sie trocknen, rösten, alles mögliche mahlen. Und jetzt hole ich die also mal raus. Und nachher zeige ich euch, wie viele das waren. So, und das ist jetzt die ganze Ausbeute von diesem einen Topf. Ich mache es übrigens anders wie die anderen YouTuber, die die Pflanzen oftmals ausspülen mit Wasser. Ich mache das einfach trocken. Geht viel besser. Und die sind seltsamerweise auch weiße dabei. Auf alle Fälle hinterlässt das eine sehr feinkrümelige Erde, die man halt immer mehrfach durchsuchen muss. Ihr seht ja, hier habe ich jetzt schon wieder ein paar, obwohl ich die Erde relativ gut schon abgesucht habe. Schon wieder zwei. Man sieht sie halt nicht so gut, auf jeden Fall ist trocken. Die Handhabung trocken durchzusuchen viel einfacher meiner Meinung nach, wie wenn man es mit Wasser spült. Riesenschwanerei gibt es nämlich noch. So, das ist das Kraut davon. Das geht in den Kompost. Und wie gesagt, das Papier macht eine große Ausbeute. Die Dinger sind auch nicht besonders groß. Das ist jetzt schon ein großes Exemplar. Hier ein bisschen noch ein dickeres. Aber ich habe ja noch andere Töpfe. Und zwar da hinten. Die mache ich jetzt auch gleich noch leer. Ich zeige euch dann das Endergebnis. Tja, das ist nun das mickrige Gesamtergebnis aus dem Eimer, Topf, den ich euch vorhin gezeigt habe, und einem Mörtelkübel. In dem Mörtelkübel hatte ich zuvor Erbsen und habe die Erdmandeln dann einfach mit reingedrückt und natürlich beim Ernten der Erbsen stehen lassen. Man sollte sie übrigens nicht ins Freiland pflanzen, also immer in einem Kübel ziehen. Aus dem ganz einfachen Grund, ihr werdet nie alle finden und die verbreiten sich dann im Garten. Und so wie ein Neophyten verdrängen andere Pflanzen, das bekommt ihr nicht mehr in den Griff. So, die paar trockne ich jetzt. Und dann wahrscheinlich röste ich sie mir und die kommen in mein morgendliches Müsli. Also lohnen tut sich das nicht, dass man satt wird oder ein Brot backen kann oder ähnliches. Das muss man sich abschminken. Und es ist ein kleiner Gimmick. Einfach mal was zum Testen, so wie wir Gärtner das doch gerne machen.